Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex ist gestern weiter abgerutscht. Der DAX zeigte sich zum Start noch stabil, gab dann aber schnell immer mehr ab. Enttäuschende Zahlen von US-Banken sorgten für weitere Verluste. Zeitweise lag der DAX unter 12.500 Punkten. Am Ende ging er mit 12.519 Zählern aus dem Handel. Das ist ein Minus von fast 1,9% bzw. 236 Punkten. Blicken wir damit nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Grebe. Ja, Viola, gestern ging es für den DAX also wieder einmal kräftig nach unten. Wie stehen denn die Chancen auf eine Gegenbewegung heute? Guten Morgen aus Frankfurt. Es sieht tatsächlich im Moment nach einer Gegenbewegung aus. Wir rechnen mit einem deutlichen Plus zum Handelsauftakt. Kann der DAX allerdings auch gebrauchen. War eine ganz schön schwache Woche bisher. Gab einiges zu verkraften. Die Inflationsdaten aus den USA, jetzt die Daten bzw. die Zahlen der US-Banken, die den Markt enttäuschten. Heute wird es weitere Zahlen geben. Da legen dann die Citigroup und Wells Fargo unter anderem ihre Quartalsberichte vor. Da sind wir natürlich auch schon gespannt. Was jetzt so die Vorgabenseite angeht, haben wir ein gemischtes Bild heute Morgen in Asien, nachdem es schon Konjunkturdaten aus China heute Morgen gegeben hat. Und an der Wall Street selber, da ist das Minus gestern zumindest stark eingegrenzt worden. 0,5% das Minus am Ende des Tages beim Dow Jones. Ja, wir rechnen jetzt erstmal mit einer Gegenbewegung. Da dürften wieder einige Schnäppchenjäger auf den Plan gerufen werden, denn nervös ist die Stimmung nach wie vor. Ganz klar, die Inflation und Rezessionsängste sind natürlich keineswegs vom Tisch. Bei uns auch noch das Thema drohende Energiekrise. Heute ist außerdem noch kleiner Verfallstag, also da kommt auch noch einiges zusammen. Und wie schon erwähnt, die Zahl der großen weiteren Banken, die wir uns heute aus den USA anschauen, das ist natürlich auf jeden Fall noch ein Hingucker für den heutigen Tag, der aber erstmal vermutlich mit grünen Vorzeichen beginnen dürfte. Vielen Dank, Viola. Ja, soweit also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Markt.de, die ist heute Hugo Boss. Hugo Boss hat am Mittwoch nachbörslich Quartalszahlen vorgelegt und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Nachrichten kamen an den Märkten sehr gut an. Die Aktie gehörte gestern zu den wenigen Gewinnern auf deutschen Kurszetteln. Damit stieg das Papier auf ein 5-Monats-Hoch. Auf der Oberseite rückt jetzt die nächste Marke in den Fokus. Sollte der Kurs darüber steigen, würde sich das langfristige Chartbild weiter aufhellen und den Weg zu drei neuen Zielzonen freigeben. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Das war die letzte Ausgabe von Ideas Daily TV für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse, ein schönes Wochenende und bis Montag.